wenn Sie zu uns kommen und im Begriff sind, eine Sammlung neu aufzubauen, zu beginnen mit der Sammlung, dann raten wir Ihnen in der Regel, erstmal Ihr Auge zu schulen. Und zwar kunsthistorisch. Gehen Sie erstmal in Museen, genießen Sie Ausstellungen, das Angebot, was in Ihrer Umgebung stattfindet, und gewinnen Sie einen Blick für das, was vor dem Heute generiert wurde an künstlerischen Expressionen. Und dann im zweiten Schritt gehen Sie zu der jungen Kunst, die jetzt gerade stattfindet, auf offene Ateliertage, auf die Jahresausstellungen der Akademien. Und im dritten Schritt, wenn Sie dann ungefähr wissen, was begeistert Sie, wofür brennt Ihr Herz, dann gehen Sie in Galerien, gehen Sie direkt in die Ateliers der Künstler und beginnen ein Gespräch, eine Unterhaltung mit dem, was Sie erwerben möchten. Aus meiner Sicht gibt es zwei Orte, um Kunst zu erwerben, die mit Ihnen sozusagen leben soll, mit Ihrer Sammlung wachsen soll. Das ist einmal das Atelier des Künstlers, wo Sie das direkte Gespräch mit demjenigen, der die Kunst geschaffen hat, führen können. Das andere sind gute Galerien, die sich einsetzen, die brennen für ihre Künstler, die sie mitnehmen auf Messen, die Ausstellungen bewerben, an denen die Künstler partizipieren, im besten Fall auch museale Ausstellungen, die wirklich Künstler aufbauen und begleiten. Und da haben Sie sozusagen alles im Blick, was diesen Künstler ausmacht, diese Künstlerin ausmacht. Im besten Fall sollte Kunst auch immer das sein, was Nick Hornby ihr zugesprochen hat, im Übrigen auch Literatur, Film und Musik. Sie ist das, was einem entspricht. Also wenn man diesen Moment hat, dass man ein Buch liest und es spricht zu einem, einen Film sieht oder begleitet, eine Musik hört, die einen ein Leben lang nicht mehr loslässt und eben ein Kunstwerk entdeckt, das zu einem spricht, dann finde ich, sollte man versuchen, es in seinen Besitz zu bringen. Und wenn das eingetreten ist, dann macht es Sinn, trotzdem, also wenn man nicht investitiv sammelt, sich rückzuversichern, wie ist denn der Preis, der mir angeboten wird. Dafür gibt es verschiedene Plattformen, die großen Auktionshäuser bieten diese Plattformen an. Es werden sozusagen die Auktionsergebnisse der letzten Jahre aufgelistet. Man kann den Namen seines Künstlers eingeben und einfach eruieren, wie ist dieser Preis, der mir hier sozusagen für das Kunstwerk meiner Wahl angeboten wird. Diese Plattformen gibt es auch von Artprice und Artnet, also Sammelbanken, die alles weltweit sammeln, was ihren Künstler betrifft. Und da würde ich auf jeden Fall am Anfang mal einen Blick hineinwerfen, bevor ich mit dem Kauf beginne.